Viel Spaß damit und wenn Sie mögen, bis Montag. Im Musiksommer. Die Prinzen. Entfesselter Jubel. Wir sehen uns weniger als Freunde, sondern mehr als Brüder. Küssen verboten. Aber wir haben uns jetzt aneinander gewöhnt. Das ist bei uns nicht ganz so einfach. Es besteht die Gefahr, dass du denkst, alles, was du machst, was du anfasst, wird Gold. Und danach die Rolling Stones. Entfesselte Gewalt. Das dramatische Altamont-Konzert, bei dem ein Hells Angels-Ordner einen Schwarzen tötete. Am Dienstagabend im bayerischen Fernsehen. Die Prinzen um 20 vor 12 und Gimme Shelter um 5 vor halb 1. Servus, ich bin der Landi und da bin ich daheim. Selbstverständlich haben wir uns einen eingeladen. Und er hat einen weiten Weg gemacht. Und wir sind sehr stolz, dass er da ist. Weil er ist einer der wirklich besten Songschreiber und Rockmusiker, die wir haben. Der Kopf und Gründer von BAP. Wolfgang Niedeken. Setzen wir uns zusammen. Die halbe Nacht. An einem Abend zurück. Setzen wir uns zusammen. Und dann wird aufgerockt. Und dann wird aufgespult. Und je nachdem, wenn man sich kann, ohren sie und euer Lach. Wolfgang, herzlich willkommen, auch herzlich willkommen bei Aufgespult aus dem Münchner Lustspielhaus. Und wir werden uns heute durch dein Leben ein bisschen spielen. Wie fühlt sich ganz ohne Papp? Naja, also so richtig Entzug habe ich noch nicht. Wir haben gestern gespielt, vorgestern, den Tag davor und morgen spielen wir wieder. Also eine willkommene Abwechslung, oder? Eigentlich ganz schön. Ein paar andere Menschen sehen, obwohl einige sehe ich auch immer. Echt, du kennst schon wieder da, oder? Aber wenn wir sagen, wir spielen uns durch dein Leben und deine Musik, dann meine ich natürlich auch den, der wie immer die Musik zusammenführt, die Pappwelt und die Schmückbarwelt irgendwie so zum Glitzern bringt. Martin Kelberer. Und, Wolfgang, lass uns am Anfang einfach so ein Live-Klassiker, so ein Papp-Lied spielen, das ich sehr, sehr mag. Rita, wir zwei. Once, two, three. Rita, das ist schon in Ewigkeit her. Das ist Jahre vorbei. Wie lang bist du bis jetzt bei mir, nehm ich für? Besser noch Rita mit zwei jetzt hier.
Nur Vollgas und nur was kostet die Welt. Und nur der Augenblick hat für uns zählt. Wir waren verschworene Blutsbrüder stolz. Jeder Traum mehr wird alles gut. Rita, ich hoffe, du bist noch, wer ich bin. Hoff, du erkennst noch mich still. Wer Rita so falsch vor der Nähe zu so viel. Es jedenfalls reichlich passiert so gut. Du warst mein Hauptdarstellerin, Komplizin mit Christen, Magierin. Wir sind in Trance durch dick und dünn und haben uns verstanden, so gut wir sind. Ich schieb mich nix an, was du jetzt merkst. Mit wem und wo du jetzt lebst. Ob du den Haar noch so lang wie damals lässt. Und ob du immer noch nur die Meinung setzt. Vielleicht läuft bei dir grad im Radio das Liedl und du hörst tatsächlich zu. Hey Rita, das ist schon eine Ewigkeit her, das ist ja schon vorbei. Wie lang kommst du, Mats, jetzt bei mir nimmer vor? Weißt das noch, Rita, mit Tor? Du feierst und Norbert, das ist die Welt. Hey, Augenblick, sonst hat nix gezählt. Hey Rita, ich helf mir zu, wenn ich nicht wüsst, ob du mich auch manchmal vermisst. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt, Wolfgang, den ganzen Abend mit unseren Dialekten? Wir singen nur Französisch. Ah, ein Vorschlag. Na, wobei, er hat mehr Beziehung zu Bayern, als man denkt. Du bist mit einer Bayerin verheiratet. Also aus dem Häuserblock her. Aus dem Häuserblock? Ja. Feilitzstraße 33 bin ich eben hingepilgert. Da habe ich sie eingesammelt. Jawohl. Diese Muttersprachen, im Gegensatz zu Vaterländer, Muttersprachen sind einfach dabei auszusterben. In Köln ist wirklich diese Sprache nicht mehr die Umgangssprache, die täglich. Das ist nicht wie. Leider in München glaube ich auch nicht. Also die wenigsten Kinder wirklich, wenn du irgendein bayerisches Wort auspackst, kennen sie eigentlich keiner mehr aus. So richtig. Ja gut, aber die Spezialworte, okay, das kann man ja verstehen, aber so dieser normale Tonfall, also wenn ich Hochdeutsch rede, sagen natürlich alle, das ist sowieso Kölsch. Ja, das ist wahr. Und der Konstantin Wecker hat mir das vor ein paar Tagen noch erzählt, wenn er sich ungeheuer bemüht, Hochdeutsch zu reden, alle halten das für bayerisch. Und dann denkt er, man hat sich jetzt sowas von in die Kurve gelegt, dass er Hochdeutsch redet, aber... Aber sie sterben aus. Also, Kölsch ist ja mittlerweile unter die gefährdeten Sprachen einsortiert worden. Dann ist das praktisch heute eine Bildungssendung, kann das sein? Genau, Bildungsfernsehen. Nachts um die Zeit, hör mal. Auf alle Fälle begeben wir uns jetzt auf eine Reise. Und das ist eigentlich auch ein Motto, das über euren Pappkonzerten steht. Und ich glaube, der Grund für dieses Motto ist ein Dylan-Zitat, das du gelesen hast. Ja, ich habe ja vor ein paar Jahren die große Ehre gehabt, Dylans ersten Teil seiner Autobiografie Chronicles als Hörbuch zu lesen. Und da kam es dann auch dazu, dass noch eine Tournee daraus entstand. Ich sollte eine Lesereise machen, war mir aber zu langweilig, nur eine Lesereise, weil ich immer derjenige bin, der, wenn er seinen Kindern gute Nachtgeschichten vorgelesen hat, der als erster gegähnt hat. Ich habe gedacht, da musst du ab und zu mal einen Song dazwischen spielen. Das war ganz schön und ich habe mich jeden Abend auf einen bestimmten Satz gefreut. Und dieser Satz, den hat er geschrieben an der Stelle, wo er über das Songwriting nachdenkt. Und er hat dann geschrieben, Songs sind wie Träume, die man wahrzumachen versucht. Sie sind wie fremde Länder, die man bereist. Und eine schönere Definition für das, was wir da die ganze Zeit treiben, habe ich noch nirgendwo gelesen. Und wenn ich mir heute unser Repertoire angucke, es sind fast alles Träume
oder Albträume oder Reisen oder Traumreisen oder Albtraumreisen. Das hängt alles irgendwie damit zusammen. Das ist unfassbar. Und du hast vor allen Dingen ein neues Lied, eben da, also ein paar Jahre ist es auf dem Buckel, aber es ist ein relativ neues Lied. Das heißt genauso, Songs sind Träume und das spüren wir jetzt. Jeder kennt die Phase, in einer muss ich forsch, wo der Sinn wohl Sinn macht, der man manchmal sucht, wo man ratlos, hoffnungslos, paralysiert, in dem was passiert. Bis aus dem Orbit ein kleines Lied, eine Melodie auftaucht, sie verhackt, die tröstet irgendwie. Was zum Tor hat mit dir, was mich jetzt gerade gefreut, allerhöchste Zeit. Songs sind Träume, manchmal Träume, Déjà-vus von jetzt, doch noch war wieder so. Songs sind Länder, fremde Länder, wo man immer schon hin wollte. Jetzt kann er wissen, hat einem auf den Sprung helfen. Nur Wort, Beton, der Russ schreit, was man will. Der Refrain, der wie ein Feuerwerk sein kann. Geschichten über Sehnsucht, Angst und Einsamkeit, über Schweiß und Tränen, über Freude und Leid, über Luft und Liebe, auf dem ersten Blick, Pech und Glück. Songs sind Träume, manchmal Träume, Déjà-vus von jetzt, doch noch mal wieder so. Songs in Länder, fremde Länder, wo man immer schon hin wollte. Wo man immer schon hin wollte. Wo man immer schon hin wollte. Wie ist das eigentlich losgegangen bei dir? Also, was sind deine ersten musikalischen Erinnerungen? Was ist gehört worden im Hause Niedecken? Im Hause Niedecken weiß ich gar nicht mehr so richtig. Ich weiß, dass ich zu der Zeit, wo Musik halbwegs anfing, interessant zu werden, in diesem Konvikt St. Albert in der Voreifel war, in Rheinbach, und die Großen hörten irgendwie so Dixieland-Zeug. Ist ein Internat, oder? Also ja, das war ein Internat, in dem wir gelebt haben und sind in der Stadt zur Schule gegangen. Ah, okay. Wir waren dann da beaufsichtigt, haben in Schlafsälen und im Studiersaal und mein Vater fing dann jeden Nachmittag Fußball, also ohne Ende. Und die Großen hörten halt Dixieland. Wir mussten jeden Morgen und jeden Abend ein Kirchenlied singen. Wir hatten Pfadfinderlieder natürlich. Aha. Und
Es war aber nichts dabei für mich. Also Schlager schon mal gar nicht. Also Schlager habe ich instinktiv sehr früh gemerkt, dass das Lüge ist. Die Eltern haben dich auch nicht geprägt? Also der Vater war jetzt nicht irgendwie Musiker der oder irgendwas? Mein Vater hatte ein Lebensmittelgeschäft und Musik spielte keine große Rolle. Ich weiß gar noch nicht mal, wann Gitte Cowboy als Mann gesungen hat. Das fand mein Vater klasse. Oh Gott, ja. Aber war auch in Ordnung, soll er aufhören. Meine Mutter stand auf Hildegard Knef. Und das, ich glaube, das erste Lied, an das ich mich erinnern kann, so aus der sogenannten Popmusik, war, glaube ich, Pack die Badehose ein. Ja. Fand ich auch süß, finde ich immer noch süß. Findest du immer noch süß? Ja, wunderbar. Ich höre das natürlich nicht täglich, aber... Was war die Musik, die dein Herz berührt hat, so die erste... Also das erste Ding, was bei mir richtig reingeflext hat, war eine Single, die... einen Freund zweimal hatte, der war mit seinen Eltern in London und er hat sich die wohl einmal in der Originalfassung noch in London gekauft und die deutsche Fassung, wo auf der, da stand, war so ein grünes Label, da stand Odeon drauf und ich dachte, der entsprechende Sänger heißt Odeon und da war auf der einen Seite ein Stück, das hieß From Me to You und auf der anderen Seite war Thank You Girl und die fand ich klasse, die habe ich immer gehört, fand ich super, das war was für mich. Und da habe ich meine Mutter so lange genervt, bis sie mir noch eine von diesem Odeon gekauft hat. Und da stand auf der einen Seite Ask Me Why und auf der anderen Seite Misery. Und dann habe ich so langsam gerafft, was das war. Das waren nämlich die Beatles und das war das eigentlich. Also jeder, der in den 50er Jahren geboren ist, aufgewachsen ist, in den 60ern, hat irgendwas mit so einer Band zu tun gehabt. Es ging unglaublich schnell, dass man verteilt hat, wer was zu spielen hat. Also man hat richtig rumgeguckt, okay, du, diese zwei Gitarren mit 6 Saiten, eine mit 4 Saiten, die kann man auch andersrum spielen, die sieht eigentlich aus wie eine Geige und einer trommelt. Und dann haben wir ausgeguckt, wer was macht und ich war eigentlich erst auserkoren zum Trommeln. Du warst Trommler am Anfang? Ja, ja. Und zwar haben wir da auf dem Dachboden von diesem Internat so eine dicke Kirmes-Trommel gefunden, die man sich vom Bauch hängt. Da konnte man aber klasse draufschreiben, wie die Band hieß. Insofern war das okay. Aber so haben wir mal dagegen getreten. Wie hieß die erste Band? Die allererste hieß so, es war ja Convict St. Albert und unsere Patres konnten kein Englisch. Wir haben die Convicts genannt, die Strafgefangenen. Ich musste ja mittlerweile singen. Das war halt so, dass unser Sänger ins Abitur geriet, also unser Sänger und unser Solo-Gitarrist, die waren ein bisschen älter als der Rest vom Haufen und der geriet in dieses Abitur und sagte, ich kann so einen Scheiß jetzt nicht mehr mitmachen, ich muss mich jetzt konzentrieren. Hatte aber Gott sei Dank dann noch dieses Album von Bob Dylan mit For Like a Rolling Stone drauf war und dann habe ich gesagt, wir brauchen keinen neuen Sänger, den haben wir schon, das mache ich jetzt und zwar genau sowas. Und der Hai muss jetzt Bass spielen. Habt ihr eigentlich auch diesen Fight gehabt untereinander? Beatles oder Stones? Es waren ja Fan. Also weniger wir hatten das eigentlich nicht. Wir standen da irgendwie drüber. Wir haben das wahrscheinlich relativ schnell durchschaut, dass das Andrew Luke Oldham, der die Stones gemanagt hat, und der Beatles-Manager, dass die das gefaked hat. Das haben wir relativ schnell gemerkt und wollten uns da gar nicht auf irgendeine Seite ziehen lassen. Ich habe ja alle Stones-Platten gekauft, alle Beatles-Platten mehr. Ich habe hintereinander, du kannst mir irgendwelche Beatles-Stücke vorspielen und ich höre den Originalschluss und dann weiß ich, was die nächste Nummer ist. Kommen schon noch ein paar. Es war dann das Entscheidende bei uns war, dass unser Religionslehrer, der, um es dezent zu sagen, ein relativ bigotter Herr war, irgendwann ganz fortschrittlich sein wollte und mit uns im Religionsunterricht das Stück Nowhere Man von den Beatles interpretieren wollte und zu erkennen gab, dass er das toll fand. Und dann war es aus, oder? Dann war es gegessen. Von da war ich offiziell Stones-Fan. aber trotzdem weiter schön Beatles gehört. Aber man konnte, es gab ja so Erkennungsmerkmale, wo man sich auch als Stones-Fan zu erkennen geben konnte. Es gibt diese Hemden, die oben so noch so im Kragen so einen kleinen Steg haben, den man dann mit einem Druckknopf zusammendrückt. Und das Ding ohne Schlips. Natürlich. Und hinten der Haare drüber. Das gab Auffahrunfälle. Da war man als Stone-Fan zu erkennen. Mit Schlips und mit Samtkrägelchen war man Beatles-Fan. Das sah scheiße aus. Warte mal, hast du D oder C? Ich guck D, oder? Okay. Du, oder? Is it real, nowhere man?
sitting in this nowhere land, making all this nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, just listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your commands. Sees what he wants to see. Nowhere man can you see me at all. Nowhere man, don't worry, take your time, don't hurry, leave it all to somebody else, lend you a hand. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? It's a good show. Und dann warst du 1967 in einem Konzert, um das ich dich beneide, dass du da warst und ich nicht. Ich war allerdings am Jens gar nicht reinlassen. 67. Und zwar haben hast die du Stones... du da schon in der Quarkdecke überhaupt? Ja. Da war im reifen Alter von, warte mal, 6, oder? Ja, da bin ich in die Schule gekommen. Da hab ich schon Slade gehört. Nein, die hat es noch gar nicht gegeben. Die hab ich auf alle Fälle warst du in einem Stones-Konzert und die Legende berichtet, du bist irgendwie als ein anderer rausgekommen. Was heißt das? Ja, ich bin vor allen Dingen, das war wirklich mein 16. Geburtstag. Es war definitiv, das war der 30. März 1967. Und die Stones spielten in Köln. Ich habe wochenlang vorher überlegt, was ich anziehe. Und war mir dann ungefähr eine Woche vorher schon klar, was es sein sollte. Ein längst gestreiftes violett-rosa gestreiftes Hemd und dazu einen weinroten Schal, den man in einer bestimmten Form geknotet trug. Ja, und dann bin ich dahin und habe dann zufällig genau die popeligsten Karten überhaupt erwischt, die man erwischen konnte. Also weiter konnte man von der Bühne nicht weg sein. War aber egal, ich war im gleichen Raum wie Keith. Wie Keith. Ich glaube, dass du immer in einer Deutscharbeit im Gymnasium, wo das Thema war, welches Gedicht hat dich am meisten beeindruckt? Einen Stones-Text beschrieben hast? Ja, die Weicheier haben natürlich alle geschrieben, was die Lehrer wollten. Die Glocke oder die Bürgschaft oder so. Und ich habe geschrieben, Sympathy for the Devil. Ich habe das Ding aufgeschrieben und interpretiert. But I saw it was a time for a
change. I kill the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank in the general's way. When the blitzkrieg raged and the bodies sank. Pleased to meet you and I hope you guess my name. Yeah, what's been puzzling you is just the nature of my game. Du hattest aber auch so privat ganz, ganz wilde Zeiten. Eine Freundin, glaube ich, die war sehr lebenslustig. Ja, also ich habe, es hört sich sehr verwegen an, aber es war überhaupt nicht verwegen. Ich habe mit 15 meine erste wirklich nennenswerte Freundin gehabt. Vorher waren so zwei, drei Versuche, das war aber alles nichts. Ging alles über Händchen halten, ging das nicht raus. Und dann Hildegard Anna trat in mein Leben, als ich 15 war. Hildegard trat, Anna? Ja, und trat eigentlich schon wieder aus meinem Leben, nach drei Wochen wieder raus, in das Leben unseres Trommlers. Und aus dessen Leben trat sie auch wieder raus, in das Leben unseres Gitarristen. Und dann trat sie wieder in mein Leben und das ganze Theater hat 11 Jahre gedauert, grauenhaft, bis ich 26 war. Ja, idiotisch rumgeklammert und nicht verstanden, wie das wirklich geht. Aber es sind viele Lieder bei rausgekommen, insofern ist alles noch mal. Hat sich gelohnt. Erste Babs-Song vor lauter Liebeskummer. Helfe kann der keiner, aber alles Hildegard Anna. Ja. Aber du hast auch Lieder benutzt in der Zeit sozusagen, um bestimmte Botschaften an sie zu senden. Also wenn ihr auf der Bühne wart, hast du irgendeinen Stones oder Beatles-Titel rausgehauen, um ihr eine Message zu senden. Ja klar, logisch. Zum Beispiel? Also beispielsweise, wenn irgendein Nebenbuhler am Start war und mit ihr tanzte, das muss dann jemand davon außerhalb der Band sein, weil die waren ja mit mir auf der Bühne, die hatte ich ja dann im Griff. Dann konnte ich den beispielsweise mit diesem Stück ansingen, das ich auch damals noch für eine Stones-Nummer gehalten habe. Sie gehen jetzt zurück von Sympathy for the Devil in eine frühe Phase, wo die Stones auch noch viele Cover-Songs gespielt haben. Also auch ein Zeug gespielt haben. Ja, aber das ist ein gnadenlos wunderbares Stück. Ja, von Arthur Alexander im Original. Und das ist eine Botschaft an seine Freundin, die heißt, an den Typ neben seiner Freundin, you better move on. Ja, mach das vom Acker kommst. Ja. Oder. You asked me to give up the hand of a girl I love. And you tell me I'm not the man she's worthy of. But who are you to tell her who to love? That's up to her. Yes, and the Lord above. You better move on. Well, I know you can buy her fancy clothes and diamond rings, but I believe she's happy with me without those things. Still, you back me to set her free. But my friend, that will never be. You better move on. Now, I don't blame you for loving her. But can you understand, man, that she's my girl? I love her so. Well, I think you better go now. I'm getting mighty mad. You asked me to give up the only love I ever had.
better move on. You better move on. You better move on. You better move on. Das hat natürlich gewirkt. Gott sei Dank hast du später dann auch eigene Liebeslieder geschrieben. Und die waren richtig gut und sind richtig gut. Also die Nummer, die ich mir jetzt wünsche, ist einfach für mich das, das Liebeslied. Ich glaube, es ist bis heute noch eine richtige Feuerzeugballade bei euch. Das ist das Stück, wo kein anderes Liebeslied dran vorbeikommt in unserem Repertoire. Und das ist eigentlich sehr schade, weil ich glaube, ich habe schönere geschrieben. In der Ehrlich? Folge. Ja. Ja, natürlich hast du. Ja. Aber es lass uns. Aber da verbinden so viele Leute eigene Erinnerungen. Ja, jetzt, da muss man ja immer gegen ankämpfen. Also ich habe nahe Verwandte, die wünschen sich das. Und die sagen, ich darf gar nicht heimkommen, wenn wir das nicht gespielt haben. Lass uns das spielen. Ja. Du kannst zaubern. Du auch. Du auch. Danke bei dir, setz ich auf finsteren Höhen, was ich aufspielt für das Hören, bis ich aufrufe in die Zeit, in der dich für mich nicht jagt, und mir wieder für nach X, ob immer fühlt wie ein Strahl. Du kannst zaubern, wie die Mann die Karte lernt. Irgend so muss es sein. Jeder andere hat gesagt, es ist zu spät. Der Typ ist fertig, nee, der Typ, den kriegst du wirklich nicht mehr. Mit dem Rücken zur Wand, spaßend, und jede Nacht voll war ich. Mein bisschen Verstand hasst. Total von der Reue, das Schlimmste war, wie mir, wo du mich endlich registrierst, so furchtbar klar war nicht, dass jetzt oder nie mit uns zwei passiert. Mensch, war ich nervös, als ich dir alles gesagt, hektisch und trotzdem erlös, war du mich nicht trägt, wo sie lag. Und ich fühl mich interessiert es, weil der Schluss, der aus mir kommt, weil der Laber, der ich hier brate, weil die Chance jetzt plötzlich kommt. Du kannst so wie die Mann die Karte lädt, irgend so jetzt muss es sein. Jeder hat gesagt, es ist zu spät. Der Typ ist fertig, der Typ, der kriegst du wirklich nicht mehr hin. Wie ist mein Papier, bleichte, wie lange bei dir sitz ich am Fenster und höre in mich, krieg kaum mehr notiert, weil ich immer noch nicht drauf. Da wir uns tatsächlich haben, um mir deshalb halt, wie es macht, dazu wirklich Zauberganz. Ja. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Lass mich noch einmal auf diese Internatszeit zurückkommen, weil du im Internat eben warst.
der Jürgen Buchner von Heinling, der mal auch Gast hier war, auch im Internat war, der hat gesagt, sie hatten komplettes Rock'n'Roll-Verbot bei sich. Also die durften nichts anhören oder anschauen, was in irgendeiner Form mit diesem Teufelszeug zu tun hätte. Wie war das bei euch? War das ein bisschen liberaler? Nein, also es war relativ liberal. Wir haben ja angefangen zu einer Zeit zu spielen, als in der Bravo gerade der Vinito-Starschnitt durch war. Und den hatte man dann und da ging es mit dem Beatles-Starschnitt los. Und dann merkte man, scheiße, dieses Vinito-Ding muss man jetzt schnell verschwinden lassen, das wirkt uncool. Wir haben ja auch erst nur gepostet. Ja? Wir haben ja erst nur gepostet. Ich weiß noch genau, dass mein Vater hatte im Keller so eine Geige, die war wohl anscheinend nicht viel wert. Jedenfalls habe ich ihn dann noch tatsächlich auch gefragt, ob ich die haben könnte. Und dann habe ich dann Hals abgesägt und habe da ein langes Brett dran gemacht und vier Seiten und habe vorm Spiegel Paul McCartney geübt, Linkshänder was. mit der Hauptschnitt eine Geige. Und wie war das mit Fernsehen? Dürftet ihr mit Fernsehen war ja Rockclub so, und diese Sachen durfte man sich anschauen. Also Beatclub gab es ja dann irgendwann auch. Beatclub gab es und wir durften das immer gucken und es lief dann auf eine ganz wichtige Sendung. Jeder wusste, da passiert heute was Unfassbares und wir hatten aber wirklich einen dieser Partys, viele von denen waren sehr in Ordnung, aber einer, der für uns dann zuständig war, leider auch für die Erlaubnisse, es war ein Schwein, wirklich. Und der wusste genau, dass er uns treffen konnte damit, weil wir alle fieberten in einer Sendung entgegen, wo dieser Jimi Hendrix auftreten würde. Wir wussten, da passiert etwas Unfassbares, was wir noch nie gesehen hatten und kurz bevor das losging, hieß es, nein, heute kein Beatclub. Und die ganze Stadt, alle, die aus der Stadt in diesem Gymnasium waren, wussten, dass sie das alle gucken. Und wir waren die einzigen Blödel, die das nicht geguckt hatten. Ja. Und wir mussten uns aber montags in die Schule trauen und wussten, wir können nicht mitreden. Und die waren alle nur davon, die sahen auch so Matten. Und der spielt auf links Gitarren und spielt auch mit Zähnen. Und dann so, hey, Langhansfrisur, der Bassist und der Schlagzeuger ist nur am Wirbeln und es war... Und ihr habt es nicht gesehen? Und wir haben es nicht gesehen. Wow. Es hat mich, also das... Was hat er da gespielt, der Hendrix? Hey, Joe hat er als erstes gespielt. Und weißt du, was wir jetzt spielen? Lass raten, Purple Haze wahrscheinlich. Hey, Joe. Servus Sepp auf Bayerisch. Where you gonna go with that gun in your hand? Hey, I'm gonna show my lady. You know I caught her mess around with another man. Hey, Joe, I heard you shot your woman down. Shut her down now. Yes, I did, I shot her. You know I'm gonna mess around. Gonna mess around town with another man. Hey, Joe. Hey, I said, where you gonna run to now? South, way down the Mexico way. There ain't no hangman gonna put a rope around me. Yeah. Okay. Du spielst das mit 10. Dankeschön. Du hast erzählt, dass die letzten zwei Jahre im Gymnasium relativ heftig waren, weil da warst du eine sturmfreie Bude gehabt. Und da war dir da schon klar, dieses Abitur wirst du nicht machen? Ich weiß gar nicht, ob ich da noch drüber nachgedacht habe, ehrlich gesagt. Also das war so, dass dieses Internat war in einem Gebäude untergebracht, das der Bundesrepublik Deutschland gehörte.
Und die Bundesrepublik Deutschland hatte beschlossen, das wird jetzt, weil Rheinbach ist auch Garnisonsstadt, das wird jetzt irgendwie, wie heißen das, Generalstab, irgendwo, wo die hohen Tiere drin sind. Und das Internat wird dann geschlossen. Das führte natürlich dazu, dass es immer lockerer wurde, weil wir wussten, dass es geschlossen wird. Und wir wussten natürlich auch, dass jetzt keine Neuen mehr dahin kommen, dass aber die, die sich daneben benehmen, auch nicht direkt rausfliegen, weil die brauchen ja irgendwelche, die da sind. Das war von dem Moment an... haben wir uns alles rausgenommen, was rauszunehmen war. Und nachdem dann das Internat zu war, hat man mir noch, und das war, glaube ich, der große Fehler des Rheinbacher Gymnasiums, mir noch erlaubt, die restlichen 2 Jahre in Rheinbach zu bleiben. Zunächst sollte ich bei der Witwe meines Kunstlehrers wohnen. Das habe ich aber dann abgewählt nach 3 Monaten. Und dann habe ich wirklich eine eigene Bude gehabt. Und dann bin ich immer nur noch als Gasthörer zur Schule. Da war die Anna auch noch aktuell. Ja, ja, die war noch am Start. Klar. Die hatte schon Abitur zu der Zeit. Die hat etwas konsequenter gelernt. Die hatte aber auch ein Auto. Und die hat mich dann ab und zu mal so gegen 11 in die Schule gefahren, dass ich mal reingerochen habe, was gerade abgeht. Und wenn das nichts für mich war, bin ich wieder gefahren. Und dann bist du irgendwann... Das Schlimme ist, das habe ich meinen Kindern alles erzählt. Ja, hätte mal besser das getan, was man tun muss. Sweet little lies erzählen. Ja, ja. Aber dir war eh klar, was du wolltest, oder? Das war jetzt kein Desaster für dich, dieses Fliegen von der Schule? Nee, überhaupt nicht. Ich war mir vollkommen klar, ich wollte auf die Kunsthochschule und mir war vollkommen klar, ich werde diese Aufnahmeprüfung schaffen und mit der Aufnahmeprüfung draufkommen, während andere Abitur haben mussten dafür oder irgendwie eine andere Fachhochschulreife oder wie man das nennt. Und ich habe diese Aufnahmeprüfung dann bestanden, wo 20% wurden genommen. 20%? Und damit war ich drin und damit war ich genau da, wo ich sein wollte. Und ich habe dann auch wirklich Musik sehr schnell, konsequent an den Nagel gehangen und mich auf Malerei konzentriert. Gemalt. Und nicht gedacht, dass ich jemals nochmal Musik mache. In der Phase, gibt es dann noch Reaktionen der Eltern? Weil der Vater war ja relativ, ich glaube, schon strenger Mann auch, der gesagt hat, das und das machst, mach lieber was Gescheites. Wie hat er reagiert auf sowas? Ja, mein Vater war natürlich besorgt. Er hat sich riesig gefreut, dass ich endlich mit dieser scheiß Band aufhörte. Und dann fing ich an, scheiß Kunst zu studieren. Wieder nix. Und wenn ich da hinkam, um die zu besuchen, und mittlerweile hatten wir eigentlich ein Verhältnis, dass wir uns nicht mehr gestritten haben. Ja. Wir haben uns einfach nicht mehr, wir haben einfach versucht, halbwegs auf Dufte zu machen. Und, aber ich kriegte trotzdem immer vorgehalten, der Sohn so von den Sohnsos, der Sohn, der ist jetzt schon im Studium in der Sohnsovielten Vor- Nachprüfung oder weiß der Teufel was und er ist schon karrieremäßig kurz vorm Gipfelkreuz und alles so Zeug und was die alles schon erreicht hätten und bei mir war nur eigentlich gar nichts. Ich stand irgendwann bei mir im Atelier und sah das, was ich da malte und dann kam ihm nicht auch die, da kam eigentlich diese Frage, hör uns ganz so ähnlich, ob Pferd male. Pferd malen, oder? Bub, das war alles ganz traurig und ich bin dann irgendwann nach Hause gefahren aus diesem Bad Hönning und habe in meiner kalten Küche in der Teutoburger Straße 5 gesessen und in dem Kühlschrank war auch nicht mehr so richtig viel drin. Und hab mir am Bütchen noch ein paar Flaschen Bier geholt und hab rumgespielt und hab irgendwann gesagt, ey, die mögen irgendwie kurz vorm Gipfelkreuz sein mit ihrer Karriere, aber einen Song schreiben können die nicht. Das können die nicht. Und dann hast du diesen Song geschrieben, der heißt eine schöne Gruß, einen schönen Gruß. Okay. Spielen wir euch an. Komm in den Kühlschrank jeden, bring die Versammlung erklärt und sehr flüssig voll fett. Bring Brief der Schlehrbaum, wo absolut nichts an ihnen dead. Wo ich zum siebten Mal den Nase um mir fort, trotzdem war das eine Erklärung parat hat. Und 3-4 Bier schon an dem Punkt war, wo man nichts mehr merkt. Da ich verdammt mal die Grübel zu bringen, die Dreck, die Schraft, die bringt dich runter wie sonst ja. Die fuck dich ab bis zu der Punkt, wo überhaupt nichts mehr klappt. Dann denkst du nur noch rum und zweifelst an dir und wirst ja das zweite Finger ganz hören. Bist du ja neidisch auf die Typen, die das uns nur bedurft. Schöne Jungs an alle, die unfehlbar sind, wo nix in Ahnung haben, die aber immerhin
so tun, als ob alle Fassade da staunen soll. Vielen Dank. Den hat er aber leider nicht mehr erlebt. Leider. Den hat er leider nicht mehr erlebt. Und er hat auch leider nicht mehr wirklich das dann erlebt, was da losgetobt ist. Es ging dann wirklich schnell in den 80er Jahren. Ja, wir haben große Hallen gefüllt. Und ich habe mir das immer auch so im Fernsehen angeschaut. Auch so, da gab es so ein NDW-Konzert, das dann auch aufgezeichnet, übertragen. Oder war das live? Ich weiß gar nicht. In der Westfalenhalle. 12.000 Menschen. Und ihr wart da. Ihr wart eigentlich die einzige Rockband. Und wieder habt ihr abgeräumt. Habt ihr irgendwie begriffen, was da passiert? Dass ihr richtig überhaupt ganz weit die haben uns eingeladen dazu. Wir haben gesagt, okay, wenn die meinen. Ging um Neue Deutsche Welle, hatten wir nichts mit am Hut. Aber muss man denen ja nicht sagen. Hauptsache, wir hatten eine große Fernsehsendung. Das konnte ja helfen. Und dann haben wir original da abgeräumt. Haben das aber auch relativ schnell wieder vergessen, dass wir abgeräumt hatten. Weil wir waren gerade dabei, das war nach dem dritten Album. Wir waren gerade dabei, das vierte aufzunehmen und sind wieder zurück in diesen Bahnhof Adorf, wo wir immer dann geprobt haben und haben eigentlich komplett vergessen, dass das überhaupt noch im Fernsehen ausgestrahlt würde dann demnächst. Ja. Das zwischen der Ausstrahlung war nicht live. Und dann brach was los, dann brach ungeheuer was los und wir kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Und was wir alles zu der Zeit an naivem Zeug gemacht haben, wovon man uns abgeraten hat, das ist unfassbar, wenn ich mir überlege, was wir damals... Ja, wir haben das vierte Album rausgebracht, genau in dem Moment, wo das dritte Album auf Platz 1 angekommen war. Also wir haben uns, wie in der Plattenbranche sagt man, man kannibalisiert sich. Wir haben uns abgeraten. Aber war das nicht so, soweit ich mich erinnere, das weiß ich jetzt nicht statistisch oder so, aber da waren noch dann beide Alben auf 1 und 2, oder? Das ja, wir haben mit Verustischnigge, mit Von drinnen und Russen haben wir für Verustischnigge vom Platz 1 verdrängt und dann kamen die anderen zwei auch nochmal gerade Top 10 vorbei. Habt ihr euch selber aus den Charts geschossen, ne? Aber wir haben einfach nur gedacht, ist doch gut, das Album, kann man doch rausbringen. Ja, klar. Du hast mal einen wirklich wunderbaren Song geschrieben, wo du jemand anderes ansprichst, der scheinbar jede Welle mitmacht. Ach so, und auf jeder Welle reitet. Das hat mit dieser Art Welle gar nichts zu tun. Das ist nachher so interpretiert worden, als wenn das was mit der Neuen Deutschen Welle zu tun gehabt hätte. Nee, nicht mit der Neuen Deutschen Welle, sondern mit irgendwelchen Erfolgssachen. Oder? Nein, auch nicht. Ich habe damals eine Dokumentation gesehen über Jugendliche, die, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, kann man noch nachgucken, über Jugendliche, die unbedingt Zugehörigkeit zu Poppern, Punks, Tats oder irgendwas, die mussten in irgendeinen Pfadfinderverein rein, wo sie dann irgendwie auch die Kleiderordnung übernehmen konnten, damit sie zu irgendetwas dazugehörten. Und das fand ich so erbärmlich. Wir waren ja zu der Zeit, als wir rausgekommen sind, als wir übrigens bekannt wurden, war ich ja schon 30. Ja? Also das war sowieso... Normalerweise bist du, wenn du als Rockband rauskommst, mal knapp über 20 oder sowas oder noch jünger. Für mich war das alles schon so, dass ich eigentlich dachte, was geht denn da ab? Ja. Ja. Und als die Bravo auf einmal was von uns wollte, das ging alles gar nicht. Warst du immer Starschnitt, ja, oder? Starschnitt, ja, ein paar Mal auf dem Cover waren wir schon. Aber wir haben die am Anfang boykottiert, wir haben die nicht zu uns gelassen. Wir haben denen vor der Bühne nur die üblichen zwei Songs erlaubt zum Fotografieren. Okay. Aber niedrigens zum Zusammenbasteln, zum übers Klo. Nee, da praktisch war ja für Usteschnigge eine Verarsche davon. Ja. Dieses Cover war ja eigentlich Verarsche vom aber dieses Wellenreiterstück war einfach, weil mir diese Kids so leid taten, die nun unbedingt irgendwo zugehören mussten und ihr Gehirn abgegeben hatten, weil man hat sich, wenn man das und das ist, hat man das und das zu denken. Mhm. Das war einem noch nicht mal gelungen, was Beatles und Stones betraf. Mhm. Und auf einmal gelingt das wieder. Und das gelingt aber bei jeder Generation Kids wieder. Kids wollen irgendwo zugehören. Nach mir, oder? Ich fange. Höchstens ein zweiter oder dritter, aber mieses Leben ist nur mal fair. Löst so pausenlos der Trend, wie ein Kompasse hängerher.
Stadt wird mich schütteln, und zwar schwer. Wie ein Wetterfähnchen drehst du dich im Wind. Woher länger betest du die Arme, um zu wissen, das ist der neueste Wind. Von dir selbst blieb kaum jeder übrig, nur das war dann gesagt. Fährst du ab, als brauchst du ein Schublad. Was ist bloß passiert, dass du so mutlos bist? Dass der Power weg ist, dass du die dermaßen selber schon aufgeben musst. Ratlos rumlässt, wie ein Schatten, der sie klar macht, wie ein Zwerg. Der mir vorkommt, wie der Ochs vom Berg. Hör uns, Wellreiter, ist nicht alles Stress. Du zeigst, du hast noch kündet sehen, dass je nachdem noch jetzt ändert ist. Nur, wie du jetzt bist, passt du denn ganz prima im Konzept. Die dich suchen wollte, halt als Step. Hätte ich euch auch singen lassen können, glaube ich. Funktioniert schon mal. Ja. Die Westfalenhalle, in der ihr damals so abgeräumt hattet, war eine Halle, die für dich vorher schon mal wichtig war. Da hast du Dylan gesehen, Bob Dylan. Ja, ganz genau. Der, glaube ich, für dich richtig wichtig geworden ist dann. Ja, also ich für dein musikalisches Schaffen. Bob Dylan ist ja zum ersten Mal im Festland Europa aufgetreten, 1978, mit einer eigentlich grauenhaften Besetzung, mit so einer Art Las Vegas-Besetzung, so Elvis-lastig, ganz, ganz merkwürdig, aber er war immerhin da, Gott, er war einfach da und durch Tickets gekauft, bin in die Westfalenhalle und habe dann Bob Dylan geguckt und es war auch wirklich bewegend. Und ich weiß noch genau, als wir dann in der Westfalenhalle gespielt haben, dass ich den ganzen Auftritt nur daran gedacht habe, dass ich jetzt genau da stehe, an der Stelle, wo der gestanden hat. Da ist ganz schön Adrenalin unterwegs in dem Moment, oder? Ich weiß, dass ich da irgendwann auch sowas von hinter Atem war, dass ich das komplette Stück Waschsalon einen halben Ton zu tief gesungen habe. Ich kam einfach nicht mehr hoch. Es war einfach nichts mehr zu machen. Einfach beklommen in dem Moment. Lass uns, wenn wir bei Dylan sind, auf dieses wunderbare Teil, diesen Altar fast, kommen. Wie fast? Ja, es ist einer, es ist euer Altar. Also die von euch, die jetzt es nicht wissen, Bub-Fans wissen, was das hier ist, das ist klar, aber das ist der Bub-Altar, den ihr eigentlich hinter der Bühne stehen habt. Und wir haben die große Ehre, dass du ihn heute mitgebracht hast. Und das hängt mit Dylan zusammen, weil Dylan ist einer eurer drei heiligen drei Könige. Es geht relativ schnell in Köln, dass jemand heiliger Dreikönig ist, weil die Könige sind bei uns im Stadtwappen. Es heißt, die Gebeine lägen auch im Dom. Wobei man wissen muss, dass in Köln mit Reliquien ein ziemlich schwunghafter Handel betrieben worden ist. Aber jedenfalls, sobald in Köln irgendwie drei Typen irgendwas machen, sind das nicht die drei von der Tankstelle, sondern die heiligen drei Könige. Und als damals dann dieses Live-Aid-Konzert weltweit über die Fernseher ging, hatte Ron Wood es hingekriegt, seinen Freund Keith Richard klarzumachen, dass Bob Dylan nur darauf wartet, mit ihm bei dem Live Aid Konzert zu spielen, und umgekehrt, dem anderen hat er auch gesagt, der andere würde darauf warten, weil er wollte unbedingt mit den beiden mal zusammen spielen. Hat er hingekriegt, hat auch noch Jack Nicholson eingeladen, damit er sie ansagt, und diese vier heiligen drei Könige haben sich dann nachmittags den Gong gegeben, aber frag nicht. Dementsprechend erschienen sie dann noch auf der Bühne. Es war ein Fiasko, es war eine absolute Katastrophe, es war das Schlimmste, was an dem Tag gelaufen ist, aber wir haben da nur gesessen und haben gesagt, yes, da ist wenigstens noch Rock'n'Roll am Start, weil so viel Plastik lief da. Sag mal, was ist eigentlich dein wichtigster Song? Der Song, ohne den mein Leben anders verlaufen wäre. Ich glaube, das ist eher dieses das, was Song. Du meinst. Ja, das ist, was ich meine. Ja. Mein Leben wäre komplett anders verlaufen, wenn der nicht irgendwann reingeknallt wäre. Ihr könnt sogar nachgucken, an welchem Tag das war. Es war nämlich genau der Song, wo unser damaliger Sänger ankam und sagte, Jungs,
Abitur muss ich machen. Sucht euch einen neuen Sänger. Genau der Song war es. Like a Rolling Stone. Once upon a time you dressed so fine. Throw the palms of time in your prime. Did you? People call, say, beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having a bit strange around. Pour your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete Schlaus, so schön klar, nur da zu dir, verdammt für den Schwachsinn bei ihm was. Du einsam, der ist nie geliert, nämlich wie man große Schlaf, und da bin ich der Frier, was dich das irritiert. Den Kompromiss, warum ganz erbärmlich krank, jetzt zögst du Alibi selber. Fräulein, Gott sei Dank, man köpft die Gäder und die Schenken kriegst du sie nicht. Du stehst für nix, das hört man auf der erste Blick. Du hast nie ihr Glück, du bist allein, der geht Sau mit zu dir. Kurzfassung. Yeah. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Sag mal, in dieser Zeit, weil du hast jetzt eine Strophe Englisch gesungen, ja. Eine in Kölsch. Gab es eigentlich zu dieser Zeit des Riesenerfolgs Mitte der 80er auch die Bestrebung oder den Gedanken, Mensch, lass uns Englisch singen, weil dann wären wir ein Mainstream-Act, dann sind wir irgendwie vielleicht weltweit vermarktbar? Also zu der Zeit noch nicht, das ging ja später los. Es ging ungefähr los, als das Album Zeche, Salzeberg und Bier nur Goldstatus erreichte und nicht Platinstatus. Und da gab es eine Fraktion in der Band, die das für den Niedergang hielt. Und jetzt müssen wir irgendwie das Ruder rumreißen, jetzt müssen wir irgendwie chartsorientiert, Radio-Pop-mäßig das auf internationales Niveau bringen. Das bedeutete nichts anderes, als dass ich Englisch singen sollte. Und ich habe immer gedacht, wenn wir uns das wegnehmen, dann sind wir ja nicht mehr unterscheidbar. Und dann werden wir so schnell verschwinden, das glaubt ihr gar nicht. Und das war dann, dieses Tauziehen hat dann wirklich gedauert von 86 bis
Ja, bis 99 eigentlich. Du hast dann mal einen Song geschrieben, der ganz wunderbar beschreibt, warum du Kölsch singst und was das für dich bedeutet, diese Anbindung in diese Region. Und ich glaube, die Idee kam aber wiederum von einem Ami, von Tom Petty, oder? Ja, das war, wir saßen im Auto vorhin von der Probe nach Hause und es lief zufällig ein Tom Petty-Album. Keiner sagte was. Ich saß mit dem Effendi und mit dem Jens in dem Auto und es lief das Stück Southern Accents, wo er davon erzählt, dass er diese Sprache, dass die ihn ungeheuer bewegt und dass er zwar so lange nicht mehr da war, aber wenn immer die hört, weiß er, dann ist er zu Hause. Und die ersten paar Takte, die wir darüber geredet haben, über diesen Text, weil wir waren gerade dabei, das Material für das Album, Album Comics and Pin-Ups zu erarbeiten. Und ich sagte dann, stell mal vor, sowas würdest du auf Deutsch singen, dafür würde man dich vierteilen. Ja, weil eigentlich ist das ungeheuer sentimental, das rockt eigentlich gar nicht. Also viele dieser englischen Texte, wenn sie nicht gerade von den Großmeistern geschrieben sind, kommen ja auch mit Reimen daher, wo man sagt, das würdest du dir im Deutschen nicht trauen. Das stimmt, wenn du übersetzt, dann kriegst du einen Vogel. Wenn man die Southern Accents mal wörtlich übersetzt, das könnte im Deutschen Wolfgang Petri singen oder irgendeiner. Aber als Rock'n'Roll-Kapelle könntest du das nicht bringen. Und dann war ich aber mein Ehrgeiz angestachelt. Dann bin ich nach Hause und habe gesagt, mal gucken, ob das nicht doch geht. Und also ich finde, es geht. Und dieses Stück ist eins von meinen wirklichen Lieblingsnummern, die du geschrieben hast. Ich mag es auch total gerne. Ich spiele es auch oft, wenn ich irgendwo alleine spiele, als erste Nummer. Es ist wie so eine Visitenkarte. Ich fühle mich dann direkt, bin ich da. Wenn ich das Stück gespielt habe, haben wir das schon mal klargestellt. Ja. Und dann ist es gut. Ich bedanke mich momentan auch immer herzlich beim Publikum, wenn ich das alleine spiele, als erste Zugabe momentan. Ich freue mich drauf. Dass sie jetzt seit über 30 Jahren immer noch so tun, als wenn sie verstehen würden, was ich da singe. Schöner Moment. In der alle Stadt, wo ich herkomme, dem Millionendorf am Ring, wo mich Anna schon die Läfer und mich Benz die Borre sind. Sprich man Sprach wie deue Wasser, die man überall erkennt. Die man in Düsseldorf zwar reinig, doch im Rest der Welt Kölsch nennt. All mein Gedanken, all mein Gefühl, an ich so lange ich denken kann, immer noch, wo ist hier der, oder in unserer Rede Sprache. Ob ihr Römer und Franzosen, ja, bis wir Identität. Wir sind Bastarde und stolz drauf, da muss uns nicht schlau wird. Für ne Moment war ich am Träumen, für ne Moment war ich weh. Hypnotisiert für den Moment, wo ich am Träumen. Für den Moment war die Uhr 30 Jahre zurückgedreht. Und ich seh ein paar Chaoten in einem Proberaum. Zwischen Kipp und leere Fläche, ohne jede Illusion. Hören merkwürdige Sprache, totale Jahre, wie man sie nennt. Ja, irgendwie schien sie zu passen. Zu meiner merkwürdigen Band. Und so manche Liter Wasser floss ich dem am Turm vorbei.
was auch weltreiche zerplatzt, nur mit dem Kölsch der Bleppe weh. All mein Gedanken, all mein Gefühle, an ich so lang ich denken kann, immer noch aus der Leib oder Trage in unserer eigene Sprache. Weiß, wo sie denk, wo sie dran, wo sie fui, ob ich so lang ich denke kann. Heu bei nun, er lebt und er thront in unserer bayerischen Sprache. Boscho! Wunderbar. Aber apropos Southern Accents von Tom Petty, also ich habe ja auch immer meinem Southern Accent gesungen. Und ich habe dem Wolfgang ein Stück geschickt von uns und gesagt, kannst du sowas auch dann wieder rüber übersetzen ins Kölsche? Und jetzt probieren wir ein Stück von uns. Das Stück heißt Glauben. Ich glaub nicht an Chefs, ich glaub nicht an System, ich glaub nicht an Zensur und Druck. Doch für die für Freiheit und Menschlichkeit stehen, weiß ich sicher, jedes geht zurück. Weiß ich sicher, jedes geht zurück. Noch einfach alles abfällt. Ich glaub, dass jeder einen Schutz in hat, dass an was man glaubt, wirklich wollt. Dass an was man glaubt, wirklich wollt. Geht!
Hab doch gesagt, yes we can. Und irgendwann hat dann Springsteen bei dir angerufen. Und Moment, das war aber schon deutlich vorher. Ach so. Das war, ich hatte in der Chronologie jetzt verhaut, oder? Ich habe, der Südwestfunk hat mich gefragt, ob ich Bruce Springsteen in New York interviewen würde. Habe ich gemacht, prima, bin ich mit, war zu der Zeit, wo ich mit der Leopardefell-Band dieses Dylan-Album aufgenommen hatte. Bin dann mit Carl Carlton nach New York, haben uns ein paar schöne Tage gemacht, haben Springsteen-Konzert in so einem Probenstudio gesehen mit, wenn es hochkommt, 200 Zuschauern. Ja. War fantastisch und dann hat er einen Interviewtag und ich war dann der Letzte, der mit dem Filmteam, mit dem Kamerateam dran war. Und ich wurde ihm dann vorgestellt als Musiker. Und ich dachte, lieber, der muss ja vollkommen durch sein. Ich weiß ja, wie man sich fühlt, wenn man den ganzen Tag nur Interviews gegeben hat. Und er hat mich sofort wie einen Kollegen behandelt. Es war sofort überhaupt nichts mehr mit Interview und genervt oder irgendwas, sondern wir haben uns dann über Musik unterhalten. Vor allen Dingen, wir haben uns nicht kaum über seine unterhalten, sondern über Bob Dylan, über die Stones, über die Beatles, über all unsere Helden, weil wir sind ja ungefähr gleich alt. Und dann kam irgendwann seine Frau dazu und dann kamen die Kinder dazu und es dauerte und dauerte. Es war wunderbar und dann eben ein paar Wochen später kam die Anfrage, ob wir nicht die Band sein wollten in dem Video zu Hungry Heart. Das sollte in Berlin aufgenommen werden. Und natürlich, klar, gerne doch. Und dann wiederum am Abend vorher rief er an und sagte, hör mal, wir können da jetzt unmöglich den ganzen Abend, da die Leute alle missbrauchen, als Statisten. Wir müssten denen auch was anderes bieten, als jetzt da 30 Mal hintereinander Hungry Heart spielen. Denkt ihr doch mal einen Haufen Stücke aus, den man nicht proben muss. Mhm. Und dann spielen wir immer 2-3 Songs, dann wieder Hungry Heart. Und in der Zeit, wo wir die nächsten 2-3 Songs spielen, können die Kameras umbauen und dann spielen wir wieder Hungry Heart. Und so ging das weiter. Und dann habe ich eine Liste gemacht und dann auch einige Texte auf Rückseiten von großen Papierbögen geschrieben. Die lagen alle auf dem Boden. Und dann haben wir gespielt. Wir haben irgendwann wirklich vergessen, dass ein Video gedreht wurde. Wir haben Hungry Heart dann auch so laut gespielt, dass wir das Playback gar nicht mehr hörten, weil das aus den Monitorboxen kam. Das war ja uninteressant. Wir wussten ja, wie das Stück geht. Als wir so gegen Ende der Dreharbeiten waren, war gerade die Love Parade auch zu Ende. Und es strömten in Berlin aber Tausende von Menschen durch diese Sommernacht. Und unter anderem auch der Monitormixer von Bab, der aber nicht wusste, dass ich da war. Und der hat wirklich gedacht, er hätte was Falsches genommen. Einmal stand sein Chef auf der Bühne mit Bruce Springsteen und es war gerade in der Love Parade. Der hat gedacht, falsche Droge, absolut falsche Droge. Ein Mann namens Fear. Und was wunderbar ist, es gibt eine kölsche Version von Hungry Heart. Weil ohne Hungry Heart geht jetzt gar nichts mehr. Ja. Das ist dir klar, oder? Gibst du die Groove vor, weil das ist ja... Everybody's got a hungry heart.
Jeder Mensch will jenem Bruder hin. Komm, wenn ist, war will ich allein. Everybody's got a hungry heart. Everybody's got a hungry heart. Lay down your money and you play your part. Everybody's got a hungry heart. Jeder, der dich, deine Geschichte verfolgt, vor allem in den letzten Jahren verfolgt, weiß, dass du dich sehr engagierst in Afrika. Wie ist dieser Kontakt erstens ins Land gekommen und dann dieses Engagement? Also wenn ich bei Adam und Eva anfange, dann wird das zu lang. Ich habe vor 5 Jahren die Leute von der Dachorganisation namens Gemeinsam für Afrika gefragt, ob ich für sie den Botschafter machen würde. Das war verbunden mit einer ungefähr 10-tägigen Reise durch Uganda, unter anderem halt auch dann am Schluss Norduganda, wo zu der Zeit noch sehr heftig der Bürgerkrieg tobte. Und das hört sich so, naja, Bürgerkrieg hatten wir schon mal in Afrika. Aber als ich da hinkam, von einem auf den anderen Tag, oder von einem auf den anderen Moment, hat mich das aus den Schuhen gehauen, was ich gesehen habe. Die Menschen lebten nur noch in Flüchtlingslagern. Auf der Flucht vor den Rebellen, die ihre Kinder entführten und sie zu Killermaschinen abrichteten. Die Mädels, je nachdem wie hübsch sie waren, wurden den Kommandeuren zur Ehefrau gegeben. Mhm. Und ich bin in einer Einrichtung gewesen, relativ flott nach den Besichtigungen der ersten Flüchtlingslager, dann auch in einer Einrichtung, wo freigekommene ehemalige Kindersoldaten aufgefangen wurden und 3 Monate praktisch untergebracht waren, um sie vorzubereiten auf den Weg zurück in die Gesellschaft, was natürlich nicht einfach ist, weil viele von denen müssen nahe Verwandte umbringen oder Nachbarn, damit der Weg zurück in die Gesellschaft, in die Familie unmöglich wird. Sie sind also dann stigmatisiert, die nimmt keiner mehr zurück. Die Mädels, die dann natürlich alle mit Kindern zurückkommen, wenn sie überhaupt zurückkommen, werden nie wieder einen Mann kriegen, die werden nie eine Familie haben. Die Kinder sind auch sehr oft an HIV infiziert. Also eine ausweglose Situation, sowas konnte ich mir gar nicht vorstellen. Das gibt, das hat mich wirklich aus den Schuhen gehauen. Und dann die Kinder aus den Flüchtlingslagern, die sich Abend für Abend auf den Weg machten, in diese großen Zelte, die aufgestellt waren, um da schlafen zu können, weil diese Zelte von Militär bewacht waren, damit die Rebellen sie nicht entführen konnten. Am nächsten Morgen dann zurück in ihre Dörfer. In die Flüchtlingslager, in den Dörfern lebte ja keiner, nicht wissen, ob ihre Eltern noch lebten, weil die Rebellen sich dann auch ganz gerne mal an den Eltern rächen, wenn sie keine Kinder finden. Also furchtbare Situationen. Das hat bei mir einen Schalter umgelegt. Ich konnte danach wirklich nicht mehr sagen, okay, das ist Afrika, da ist so, jetzt fahren wir nach Hause. Gut, dass ich da auch jetzt Bescheid weiß. Ich habe überlegt, was kann man machen? Aber wir haben erstmal eine Lobby gebildet und Leute zusammengekriegt und dann eben angefangen, eine Organisation bei World Vision anzudocken, deren Namen wir uns selber ausgedacht haben, Project Rebound, wo wir Kindern, die freigekommen sind, das heißt, die bei einem Gemetzel übrig geblieben sind, weil die Regierungstruppen halten natürlich drauf. Die können keinen Unterschied machen, ob das Kinder sind oder Erwachsene, mit denen sie kämpfen, die übrig bleiben, denen wirklich die Möglichkeit geben, wenigstens lesen, schreiben zu lernen und ein einfaches Handwerk, um ihr Leben selber irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ist schwer genug, aber die Erfolge geben einem doch schon den Mut, dass es Sinn macht. Wir haben jetzt einiges
haben zwei große Schlafsaalhäuser in der Provinz Pathé hingestellt. Wir haben Stipendien für eine sogenannte Girls Academy, wo die Mädchen mit ihren Kindern hin können, Kinder auch mal abgeben können, während sie in der Schule sitzen. Es ist alles sehr, sehr fragil, aber man sieht, es nützt was. Und wir können einer relativ großen Anzahl von Kindern helfen. Und ich denke, wenn man in seinem Leben so viel Glück gehabt hat wie ich, wir haben alle Glück gehabt. Wir haben schon die ersten 6 richtigen per Geburtsschein, wo wir hier auf die Welt gekommen sind. Wir haben alle Glück gehabt. Wir können denen alle helfen. Und jeder muss halt überlegen, was er tun kann. Lobby vergrößern. Und Martin Kälberer. Also. Wolfgang, das war's fast für diesen Abend. Und ich muss sagen, ich hab's unheimlich genossen, mit dir zu musizieren heute Abend. Ein Riesenkompliment. Vielen Dank fürs Kommen. Vergnügen war ganz auf meiner Seite. Vielen Dank. Aber du kannst dir sicher vorstellen, dass wir dich nicht gehen lassen, ohne das Lied, das deine Karriere natürlich die ganze Zeit über mitbestimmt hat und das auch jeder kennt. Und deswegen wollen wir dich und uns und auch sie verabschieden mit einem Stück, das heißt Verdammt lang her. Thank you.
verdammt lang her, dass ich fast alles ernst nahm. Verdammt lang her, dass ich an Jetschi glaub. Und dann der Schock, wie dann es auf mich zukommt. Ach, würde ich wohl so mancher Haarslang lösen. Jetzt resigniert, nur reichlich desillusioniert. Bis jetzt hatte ich auch kapiert. Wer euch, wenn's gut läuft, hinter dir heret, die auf die Schulter haut und die hofiert, sie ohne Rot zu werden, dein bester Freund nennt, und die am Tag drauf ganz einfach ignoriert. Es ist lang her, weil ich wüsste jetzt ratlos stund auf Enttäuschung, ich nehm ich Kund. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her, verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Weiß nicht, wann ich so letzte Bildchen modern. Ob mir lebt tatsächlich jetzt genug. Ob ich jetzt da bin, wo ich ihn gewollt habe. Der Klabe aufgespult, Mann. Ich glaube, ich will.